Meiner Oma ist über Weihnachten der PC explodiert. Damit das nicht wieder passiert, habe ich euch und meiner Oma ein paar einfache Tipps zusammengesucht, mit denen ihr spontanes Feuerwerk im Wohnzimmer vermeiden könnt. Computer fangen aus drei Gründen an zu rauchen: Überhitzung, Überspannung und Übertaktung. Und Granaten. Aber die habe ich gerade nicht zur Hand. Übertaktung habe ich aus meinen Tipps rausgelassen, weil die nicht einfach so passiert, sondern von euch manuell ausgeführt werden muss. Wer seinen PC übertaktet, hat sich das also selbst eingebrockt. Wenn ihr aber doch übertaktet, achtet unbedingt auf die Temperatur eurer Grafikkarte. Das geht mit Programmen wie MSI Afterburner. Wird die GPU zu lange zu heiß, kann das bleibende Schäden verursachen. Denn der häufigste Grund für schmorende Mainboards ist Überhitzung. Und auch dafür ist man oft ein bisschen selbstverantwortlich. Der PC überhitzt nämlich immer dann, wenn ihm die Luft zum Atmen fehlt. Und selbst wenn er nicht sofort spektakulär in die Luft fliegt, wird er auf jeden Fall langsamer. Kann ich persönlich auch verstehen. Wenn mir so richtig heiß ist, mag ich auch nicht mehr arbeiten. Wenn ihr wissen wollt, wie warm es in eurer Maschine ist, könnt ihr entweder beim Systemstart im BIOS-Menü nachschauen oder, wenn ihr nicht neu starten wollt, spezielle Programme herunterladen. HW Monitor, Speedfan, CoreTemp oder RealTemp sind da zum Beispiel gute Möglichkeiten. Die CPU, also der Prozessor, und die GPU, also die Grafikkarte, sollten nicht heißer als 70 Grad werden. Viele Computer haben deswegen Schutzvorrichtungen, die den PC ausschalten, wenn es zu heiß wird. Bei der CPU passiert das so bei 100 Grad, Grafikkarten ziehen aber oft schon bei 80 bis 90 Grad die Reißleine. Dem Computer hitzefrei könnt ihr ganz einfach vorbeugen. Besorgt euch ein gutes Kühlsystem. Die meisten PCs haben bereits einen guten Standard, bei älteren oder selbstgebauten PCs lohnt sich aber ein Blick in den PC hinein. Hier könnt ihr auch ruhig ein paar Euro mehr investieren. Wenn die Kühlsysteme nämlich mit ihrer Arbeit loslegen, kann es ganz schön laut werden. Hochwertigere Kühlsysteme sind meist auch die leiseren. Wenn ihr ein gutes Kühlsystem habt, müsst ihr ihm aber auch die Möglichkeit geben zu arbeiten. Das bedeutet, der PC braucht Platz zum Atmen. Wenn das Gerät zwischen 500 Büchern eingefercht ist oder ihr der Typ Mensch seid, der seine Wäsche unterm Schreibtisch versteckt und dann da vergisst, können die Ventilatoren keine frische Luft in das Innere des Computers ziehen. Oder alte, stickige Luft herauspusten. Dadurch wird es dann immer wärmer und die Maschine gibt auf. Wenn ihr euch euren PC selbst baut, achtet auf ein großes Gehäuse und einen herausnehmbaren Staubfilter. Ersteres gibt mehr Raum zum Atmen, zweiteres macht das Saubermachen leichter. Denn auch wenn euer Computer allein auf weiter Flur steht, kann er trotzdem keine Luft kriegen. Und zwar durch Staub. Flusen fungieren als Isolator und bei zu viel Dreck speichert euer PC mehr Wärme als in ein Familienhaus. Entfernt deswegen von Zeit zu Zeit den Staub aus eurem PC, indem ihr die Seitenklappe abnehmt und vorsichtig reinpustet. Dafür eignet sich zum Beispiel ein Blasebalg super, mit dem man auch Kameras reinigt. Die haben meistens sogar noch ein kleines Bürstchen dabei, mit dem man hartnäckige Flusen entfernen kann. Druckluftgeräte funktionieren auch, haben aber ihre Tücken. Zum einen fliegt der Staub damit überall hin. Und ich meine wirklich überall. Zum anderen kann es bei Druckluft aus der Dose passieren, dass Flüssigkeit mit der Luft aus der Dose kommt und auf den Platinen landet. Und spätestens seit Pokémon weiß jeder, Wasser und Elektronik vertragen sich nicht. Habt ihr den Staub lose gepustet, müsst ihr den PC danach unbedingt absaugen. Sonst ist der Staub zwar aufgewirbelt, aber nicht entfernt und fällt danach einfach wieder zurück auf die Einzelteile. Ein letzter Tipp für heiße Maschinen: Wenn es zu warm wird, nicht einfach die Seitenwand aufmachen und weiterzocken. Das hilft nur kurz. Computer und deren Kühlsysteme sind so gebaut, dass die Luft optimal durch das Gehäuse strömt. Die fehlende Seitenwand zerstört den Flow. Eine Klimaanlage im Auto funktioniert ja auch nicht, wenn ein Depp hinten immer die Fenster aufmacht. Macht den PC stattdessen lieber aus und lasst ihn ein bisschen abkühlen. Die andere Ursache für verkohlte Mainboards ist Überspannung. Wenn es zum Beispiel gewittert und ein Blitz einschlägt, liegt für eine kurze Zeit sehr viel mehr Spannung auf den Leitungen. Damit kommen viele Geräte nicht klar. Meistens gibt es beim nächsten Anschalten oder auch gerne während des Spielens einen lauten Knall und das Gerät ist Geschichte. Um dem vorzubeugen, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr den PC während eines Gewitters einfach ausstecken. Wer nicht mit dem Stromkreislauf verbunden ist, kann auch keine erhöhte Spannung abbekommen. Oder ihr besorgt euch ein USV-System. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung stellt bei Störungen im Stromnetz die Versorgung sicher, ohne die Versorgung zu unterbrechen. Je nachdem, was ihr für ein Gerät habt, schützt die USV außer vor Überspannung auch noch vor Unterspannung, Stromausfall, Oberschwingungen und Frequenzänderungen. Und auch wenn das klingt, als wäre das ein unheimlich teures Wundergerät, die kleinen Stromfreunde gibt es schon für 60 Euro.
Bevor ihr euren gekühlten, einsamen, sauberen und ladungsgesicherten PC jetzt endlich in Betrieb nehmen könnt, gibt es noch eine kleine Sache, worauf Bastler achten sollten. Sind eure Einzelteile richtig verbaut? Kleber an der falschen Stelle oder offene Kabel können nämlich zu Funkenschlag führen. Und der entzündet einen PC besser als Blitze, Staubmäuse und stickige Luft zusammen. Wie sind eure Erfahrungen mit heißen PCs? Habt ihr Tricks, die gut funktionieren? Schreibt uns eure Antworten in die Kommentare. Mehr Infos und Ratgeber zur Hardware findet ihr auch auf unserer Webseite games.de.